Nachdem das Hinspiel der Europa League-Qualifikation zwischen dem SK Sturm Graz und AEK Larnaca 0:2 aufgrund eines Becherwurfs eines Zuschauers auf den Schiedsrichterassistenten beinahe abgebrochen werden musste, nimmt der Übeltäter nun erstmals Stellung: "Es tut mir relativ leid für den Verein und die Sturmcrew, dass ich den Plastikbecher geworfen habe und genau den Linienrichter getroffen habe. Das wollte ich auf keinen Fall", sagt er auf Facebook im Interview mit Marco Wagner. Er hat sich beim Schiedsrichterassistenten bereits entschuldigt und möchte das Geschehene wiedergutmachen. Warum er den Becher überhaupt geworfen hat, erklärt er neben übermäßigem Alkoholkonsum folgendermaßen: "Ich war sehr enttäuscht, habe einen Haufen Geld für die Eintrittskarte auf der Längsseite bezahlt, ca. 30 Euro, und dann sehe ich so einen Kick. Da bin ich von Sturm nicht gewohnt und dann sind mir die Sicherungen ein wenig durchgebrannt. Dann haben schon andere Leute einen Becher geworfen und ich dann auch hinterher. Dass mein Becher den Linienrichter so deppert trifft, das war wie ein 1000-Gulden-Schuss SK Sturm", das Statement des Becherwerfers. Mehr bei Spox: "Richter erwartet harte Strafe gegen Sturm, Sturmpräsident erklärt Vorgehen im Becherwurfskandal, Kreisel hätte Täter gerne selbst gefasst."